hörst die Lesung eines Pravda-TV-Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. EM Drive. Hat China einen physikalisch unmöglichen Antrieb entwickelt? Veröffentlicht am 16. September 2017 auf Pravda TV. Alle Links in dem Artikel beziehen sich auf die Textversion. Chinesische Wissenschaftler haben angeblich einen funktionierenden Prototyp des sogenannten unmöglichen Antriebs namens EM Drive entwickelt. Der Electromagnetic Drive, kurz EM Drive, wurde 2007 vom britischen Wissenschaftler Dr. Roger Sawyer entwickelt und soll elektrische Energie mittels Mikrowellen in Schubkraft umwandeln können, ohne dabei irgendwelchen Treibstoff zu benötigen. Zahlreiche Wissenschaftler bezweifeln jedoch die Existenz eines solchen Antriebes, da es schließlich dem physikalischen Impulserhaltungsgesetz widerspricht. In den letzten Jahren mehrten sich aber die Stimmen von Experten, die behaupteten, dass es sich bei dem EM-Drive keineswegs um ein Fantasieprodukt handele, sondern um einen technisch funktionsfähigen Antrieb. So auch der NASA-Physiker Paul March vom Eagle Works Laboratory des Johnson Space Center, der als einer der Hauptuntersucher des EM-Drives in 2015 bestätigte, dass dieser unmögliche Antrieb tatsächlich zu funktionieren scheint. Er und sein Forscherteam konnten bei ihren Experimenten mit dem EM-Drive einen anormalen Schub feststellen, für den sie jedoch auch weiterhin keine physikalische Erklärung liefern konnten. Was nun in einem Propagandavideo der China Academy of Space Technology, CAST, berichtet wird, haben ihre Wissenschaftler unter der Leitung von Dr. Chen Yu es geschafft, einen eigenen Prototyp dieses vielversprechenden Antriebs zu entwickeln. Nationale Forschungseinrichtungen haben in den letzten Jahren eine Reihe von Langzeit- und Wiederholungstests mit dem EM-Drive durchgeführt. Und auch die von der NASA veröffentlichten Testergebnisse bestätigen diese Technologie. Wir haben verschiedene Spezifikationen mehrerer Prototypen-Prinzipien erfolgreich entwickelt, erklärt Dr. Chen. Laut eigenen Aussagen erzeugt der Prototyp derzeit nur wenige Millinewton an Schub, aber man arbeitet daran, es zu verbessern, bevor der Mikrowellenantrieb auf einem Satelliten im Raum getestet werden kann. Bereits vergangenes Jahr hatte CAST gemeldet, dass sie nicht nur bereits einen funktionierenden Prototypen des EM-Drive entwickelt hätten, sondern dass er sich sogar bereits an Bord ihrer Raumstation Tiangong 2 befindet, wo es in der niedrigen Erdumlaufbahn getestet wird. Tatsächlich könnte ein ausgereift entwickelter EM-Drive die bisherige Raumfahrt revolutionieren. Würde er es doch ermöglichen, Astronauten innerhalb von nur 10 Wochen zum Mars zu befördern, anstatt in rund 8 Monaten mit konventionellem Treibstoff. Das Video in Chinesisch mit englischen Untertiteln ist als Infokarte verlinkt. Über die Einstellungen kann der Untertitel von Englisch auch auf Deutsch umgestellt werden.